Hallo? 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 Hallo, weiter geht's den Cock. Willkommen da, ich bin der Lars. Ich begrüße euch ganz herzlich. Wir sind mitten im Clan-Krieg, Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wir sind im Clan-Krieg. Und ich habe euch versprochen, beziehungsweise ich habe gesagt, ich werde vielleicht ein etwas längeres Video machen. Das wird leider heute nicht der Fall sein. Ich muss ganz viel schneiden und mein Kopf tut weh. Ich habe böse Kopf-Aua, deswegen wollen wir es ja nicht übertreiben. Ich hoffe doch mal, dass ich heute Abend dazu komme, etwas länger aufzunehmen. Wenn mein Kopf ein bisschen besser ist. Ich habe mir schon so eine Kopfschmerztablette reingepfiffen. Ich hoffe mal, die wirkt irgendwann mal. Ist schon ein bisschen besser geworden, aber es geht gerade gar nicht, Leute. Also beziehungsweise es geht schon, das würde ich nicht aufnehmen, aber nicht ganz so toll, dass ich jetzt hier 2 Stunden am Stück irgendwas aufnehmen kann. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, ne? Nicht, dass ich tot umfalle und noch verrecke wie so ein elendiges Stück Kot. Egal, wir sind natürlich hier wieder am Start und der Clan-Krieg ist am Laufen. Er steht zurzeit 65 zu 68 und wir haben 42 Angriffe, sie schon 87. Das bedeutet, wir liegen vorne. Mein empfohlenes Ziel ist dies hier. Wir sperren die Kiste mehr im Außen gleich angreifen, bevor mein Ziel wird geklaut, wie beim letzten Mal. So, was haben wir denn hier? Level 8 Luft, Level 6, Entschuldigung, nicht Level 8, Level 6 Luftabwehr, Level 6, Level Nummer 6. Okay, er ist gut ausgebaut, er ist richtig gut ausgebaut, gefällt mir gar nicht. Gefällt mir gar nicht. Okay, viele Außengebäude hier, ist ein Bogenschützenturm, der bis hierhin ragt, das heißt, die drei Gebäude sind geschützt. Das Gebäude ist auch geschützt, das Gebäude ist geschützt. Das Gebäude, fuck, die oben sind alle geschützt. Das gefällt mir gar nicht. Ja, alle Gebäude da oben sind geschützt. Das auch, ne? Ja, fuck, fuck, fuck. Sind die irgendwelche Gebäude, die nicht geschützt sind? Eben mal nachschauen. Nein, nein, hier ist der... Ah, es sieht gut aus. Es sieht richtig gut aus. Also richtig gut angeordnet seine ganzen. Außer hier vielleicht können wir... Ah, weiß ich nicht. Das ist schon eine knifflige Sache hier. Ich glaube, alle Gebäude sind so gut wie gedefft. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Dadurch können wir keinen Free-Prozent bekommen. Aber ich glaube, ich werde von hier oben angreifen. Wir versuchen hier ein paar Bogenschützen zu setzen. Wenn man Bahn kündigt, dann wird dann versuchen, hier alles wegzunaschen. Beziehungsweise versuchen, hier alles wegzubekommen. So viel wie geht. Dann droppe ich hier meine Drachen und hoffe, dass sie alle in die Mitte gehen, wenn ich so viele Nebengebäude, beziehungsweise so viele Gebäude, wie hier halt stehen, außen wegbekommen habe. Das ist das Ziel. Ab in die Mitte. Dann werde ich, glaube ich, eine Luftabwehr hier unten irgendwo wegblitzen. Ich denke mal diese hier, die rechte. Ich bin ja mehr rechts, weil hier noch die Klammburg rauskommt. Nehmen wir die rechte, oder? Obwohl da mit Klammburg, nehmen wir links, weil hier noch die Klammburg quasi unterstützend ist auf der linken Seite. Also blitzen wir hier dann hier links weg. Dann haben wir hier die Klammburg, hier haben wir die Luftabwehr und hier haben wir noch eine Luftabwehr. Ich hoffe nochmal, dass die schnell weggefokust wird, weil die sofort in die Mitte gehen. Das ist der Plan und wir versuchen es auf jeden Fall. Was habe ich dabei? Soll ich es euch zeigen? Soll ich euch zeigen, was ich dabei habe? Okay, ich zeig's euch. Ich habe 3 Blitzzauber. Ja, lad doch mal, Dankeschön, nach Hause. Nach Hause will ich. 3 Blitzzauber. Sieht man hier. 3 Blitzzauber. 1, 2, 3, 4, 5. Level Nummer 5. Sehr schön. Hab 2 Bauarbeiter frei. Ja, die werden wir auch gleich noch beschäftigen. Obwohl ich gar nicht so viel Money auf der Tasche habe. Egal. Wir haben, wir haben 3 Blitze. Und in hier haben wir am Start 9 Level 3 Drachen, 20 Bogenschützen. Und in der Clanburg haben wir ein Level 3 Drachen. Das bedeutet 10 Level 3 Drachen, 20 Bogenschützen. Und am Bankkönig Level Nummer 5. Und 3 Blitze. Das ist die Angriffsarmee und damit werden wir jetzt angreifen. Ich hoffe doch mal, wir schaffen es. Ich hoffe es wirklich. Ihr habt den Plan gehört, beziehungsweise das, was ich machen werde. Keiner hat da noch einen Stern, noch keinen Stern geholt, deswegen ist es, glaube ich, gut. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an und los geht's. Außengebäude zerstören ist natürlich logisch hier. So gut es geht, den Bank kann ich unterstützend einsetzen, damit er mitmacht. Können wir ruhig vielleicht die Fertigkeit einsetzen und der macht dann hier drauf und versucht halt so viele Außengebäude wie geht mitzunehmen. Er geht gleich in die Mitte rein. Was ist denn los mit dir, Drache? Warum gehst du in die Mitte? Okay, er geht auf die Clanburg. Alles klar, wir blitzen dann schon mal hier die Luftabwehr weg, 3-mal drauf blitzen. Das sollte normalerweise reichen, die Luftabwehr, oder? Ja, natürlich reicht das. Sehr schön. Hier ist eine Riesenbombe gezündet. Wenn das da oben down ist. Ja, verfickte Scheiße, das hatten die alles hier drin. Gefällt mir gar nicht. Okay, wir droppen jetzt den ganzen Scheiß. Ab geht die Scheiße. So gedroppt, Clanburg hinterher. Und los geht's, Leute. Los geht's! So, Zeppeliner, scheißegal. Ich hoffe doch mal, sie gehen rein und nicht außenrum zu. Einer geht außenrum zu, ist mir egal, nur einer ist okay. So, jetzt bitte alle in die Mitte, ins Zentrum hinein, vorstoßen, jawoll! Ist mal gut, ist gut, gefällt mir. Gefällt mir schon. Ein Drache ist egal, der kann ein paar Prozente draußen holen. So, jetzt bitte die Luftabwehr nehmen. Luftabwehr nehmen. Luftabwehr, Luftabwehr, Luftabwehr. Danke, 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 danke. Weggenascht. Ich bin von oben reingegangen, weil das Rathaus ganz einfach da in der Nähe ist. Beziehungsweise der Weg kürzer ist zum Rathaus. Ja, die gehen gut ins Zentrum rein. Das gefällt mir jetzt nicht nach außen. Nicht nach außen. Jetzt gehen sie ein bisschen nach außen. Ist egal. Noch keine Luftabwehr weiter da unten, die angreifen kann. Jetzt denke ich mal, wird gleich drauf schießen, Luftabwehr da unten. Und die ersten Drachen, die da oben 4 werden, dann wohl irgendwann nach einer Zeit down gehen. Ja, sehr gut. Rathaus, Rathaus. Jawohl, jawohl. Sieht gut aus, Leute. Sieht richtig gut aus. Gefällt mir. So müssen wir weitermachen. So müssen wir weitermachen. Hier. Luftabwehr schießt jetzt wieder. Gehen wir. Ja, geht auf Luftabwehr. Jawohl. Nein, die gehen. Nein, nein, nein. Der Drache geht down. Die rechts werden alle down gehen, glaube ich noch. Ja, der eine fliegt da außen weit rum, dass er nicht drauf geschossen wird. Jetzt gehen sie drauf. Das könnten vielleicht. Na, weiß ich nicht. Alter Schwede, jetzt kommen da alle reingeknallt. Und ich gehe doch nicht auf den Barbarenkönig. Ha, Luftabwehr. Fokus doch die dreckige Luftabwehr. Verdammte Scheiße. Die Luftabwehr wird durchschießen können. Und ich glaube. Ha,
ist nicht gut, Leute. Das wäre, glaube ich, keine 100% verdammte Scheiße. Aber 2 Sterne schon mal sicher, ist schon mal geil. So, außer Range. Sehr gut. Das werden keine 100%. Wenn wir jetzt reinfliegen. Der eine ist richtig low. Es sind noch 3 Drachen am Start. Okay. So, Luftabwehr wird gleich wieder einschaltet. Beziehungsweise kann gleich wieder schießen. Ein Drache ist, glaube ich, da. Jetzt kommt die Luftabwehr wieder. Genau. Und die werden jetzt die Außengebäude hier alle machen. Und die werden sich nicht auf die Luftabwehr konzentrieren. Gleich nur noch 1 Drache da. Mist. Ah, verdammt. Keine 3 Sterne. Ist doch blöd. Ne, er schafft er nicht mehr. Unser Bestes gegeben. Aber 2 Sterne ist, denke ich, akzeptabel. Bei einer fast komplett gemaxten Level Rathaus Nummer. Was war das für ein Rathaus? Das war doch, was ich hatte, oder nicht? 2 Sterne, sehr schön. Das war Rathaus Nummer 8, glaube ich. Also komplett gemaxte, fast Rathaus Level 8 Base. Nicht schlechter Angriff. Ist noch ein Go, Go, Go. Okay, 2 neue Sterne. Ja, das ist in Ordnung. 2 neue. Ja, hätte auch 3 werden können. Hätte 3 werden können. Aber ihr seht es so langsam, es wird immer knapper hier. Zum Beispiel, wenn wir jetzt dem hier mal aussperren. Was hat der Kollege denn hier? Dieser Kollege zum Beispiel, hätten wir hier angegriffen, der hat Level 5 Abwehr, Luftabwehr Level 5. Also hier hätten wir zum Beispiel eine größere Chance gehabt. Warum war das denn mein empfohlenes Ziel? Den hätte ich viel eher, also diese Kollegen hier, hätte ich eher dann bekommen mit 3 Sternen wie den anderen da. Egal, ist okay, der hat noch, haben wir noch nicht angegriffen, beziehungsweise wurde noch nicht angegriffen, von daher ist in Ordnung. Haben 2 Sterne bekommen, werde jetzt sofort weiter produzieren für den nächsten Angriff, denn wir haben nur noch 4 Stunden klein kriegen. Das dauert natürlich eine kleine Zeit, bis das Ganze fertig ist, obwohl wir können, haben wir denn genug Elixier dafür überhaupt? Ich glaube schon, ich hoffe doch mal. Wenn wir 2 hier mal reinmachen, 2 über 160, dann würde ich, wie schon erwähnt, wieder 20 Bogenschützen gerne mitnehmen. Und dann noch einen weiteren Drachen bauen. Der ist Sis. Yo, Taste, was war das denn? Maus dreht total durch. Wenn du klickst die ganze Zeit drauf, ich klicke einmal und sie dreht total durch. Okay, das passt. Also in 1,5 Stunden und hier dauert es, Moment, es dauert hier auch 1,5 Stunden. Der Barbarenkönig dauert auch 1 Stunde 12. Also in 1,5 Stunden werde ich den ersten Angriff machen. Das ist in Ordnung. Greift an, los, haut alle eure 2 Angriffe raus, meine Süßen. Ja, FK, du bist auch ein sehr süßer. Sehr gut, das war ein sehr schöner Angriff. Und anfordern kann ich eigentlich auch schon. Obwohl, ne, machen wir später. Nicht, dass ich jetzt angegriffen werde dazwischen drin. Obwohl, ich habe ein Schild für die 12 Stunden, von daher können wir es mit meinen Truppen anfordern. Egal was, danke, sehr gut. Ich wurde wieder angegriffen und zwar habe ich einen krassen Angriff bekommen. Den hier. Den schauen wir uns erstmal an, wie ich vergenussfackelt wurde, beziehungsweise wie er mich vernascht hat. Verloren die Verteidigung, 16 Stück. Pokale ist ja egal. Weil mein Rathaus eh draus steht, aber der hat schon ein bisschen was eingesetzt. Und hat auch ganz schön viel Loot bekommen. Ich habe natürlich viel auf der Tasche hier. Er startet mit einem dicken und dazu setzt er einen Minenmauerbrecher ein. Okay, der wurde natürlich hier weggenascht. Sehr schön, der nächste kommt da. Der wurde auch weggenascht. Der kein Mauerbrecher kommt durch. Das ist natürlich, das ist ein bisschen peinlich hier, oder? Jetzt kommt sie durch. Alter, wie viel Mauerbrecher er einfach sinnlos reingesetzt hat. Okay, ganz, ganz, ganz viele Dicke. Und ein sehr krasses Level von Dicken. Das ist ein Dicke-Only-Angriff, beziehungsweise Riesen haben wir jetzt mal auch schon. Eigentlich müsste dazu noch ein Heiler kommen. Oder auch nicht, oder Heal-Zauber natürlich. Das ist ja sonst logisch. Beziehungsweise ist logisch, das Ganze machen. Wenn jetzt keine Heal-Zauber drauf wäre, ist es ein bisschen dumm. Aber es sind schon krasse. Das sind krasse dicke Riesen, Leute. Und Level 5. Level 5 Queen kommt auch noch raus. Ja, der ist ja viel weiter wie ich. Das ist mindestens gerade auf Level Nummer 9. Jetzt pusht er auch noch hier. Jetzt pusht er noch. Das ist doch lächerlich, sowas. Ah ja, das hat man keine Chance. Vielleicht hätten wir eine Chance, wenn die Mauer etwas höher wären. Und da kommt der Heiler auch noch. Da ist er doch. Also Riesen meistens sind Heiler, ist ja logisch. Da kommen die Goblins auch schon ausgebaut. Da haben wir keine Chance. Zielzauber auch noch drin. Und da holt er sich auf jeden Fall das Ding. Ja, was willst du machen? Ne? Rathaus höher. Gemaxte Einheiten sind also viel bessere Einheiten. Mauern sind noch nicht so weit hoch. Und deswegen können wir halt nichts machen, ne, Leute. Da können wir nicht viel machen. Und ist okay. Ist okay. Habe ich schon erwähnt, dass wir die nichts machen können. Ja, du bekommst mein Loot. Fick dich doch. Ich hasse dich. Ich hasse dich sowas, weil du mein Loot bekommen hast. Na, egal. Müssen wir mit leben. Können wir damit leben? Ich hoffe, ich doch mal. Du hast No Homo vergessen. Sehr schön. Ja, gut. Wir können noch mal kurz auf den Clan-Krieg schauen. Hier wie Live-Angriffe schnell schauen. Ah, können wir gar nicht. Oh, das ist doch ein Live-Angriff. Ne, das ist der gleiche. Wir schauen mal auf ein paar Angriffe. Oh, was haben wir bekommen? Ein Stern. Einen weiteren Stern. Oh. Nicht schlecht. Nicht schlecht, natürlich. Ein 3-Sterne-Angriff. Von wem war das? Kriegsereignis von Fassi. Der hat 2 weitere Sterne dazu bekommen. Nicht schlecht, der Specht Fassi. Mal schauen, was der Fassi so gemacht hat und wie er 3 Sterne bekommen hat. Bestimmt mit Drachen. Oder Schweinebereiter. Ja, Drachen. Da kommen sie alle. Zentriert, einfach mal in die Mitte geklatscht. Mit Wutzauber. Okay. War das der Kollege, den ich angreifen wollte? Nein. Oder doch? Doch, das war der, glaube ich, oder? Kann das sein? Das kommt mir gerade nicht in die Kampf von dieser Gegner. Hat mich gerade nicht angeklickt. Egal. Der greift an hier.
Die Luftabwehr kann komplett durchballern. Er hat natürlich Blutzauber gedroppt. Der unten hat, finde ich, nicht ganz so viel geworden. Ich hätte ihn eher gedrückt, wenn ich Richtung Mitte gegangen bin. Zum Beispiel jetzt. Das ist schon besser, damit quasi die Luftabwehr schnell down geht. Das schafft er auch. Jetzt ist ja ein 3-Sterne-Angriff, von daher ist es natürlich ein guter Angriff. Was ich halt ein bisschen schade finde, nicht ganz so gut finde, ist, dass die Außengebäude nicht direkt gemacht werden. Leute, er hat hier Glück. Aber es kann auch sein, dass ganz viele Drachen nur außenrum zuwandern, dann wäre es nicht ganz so wert. Natürlich bei dieser Base, im Design her, sind nicht ganz so viele Außengebäude, weil wenn man diese alle wegmacht, kann man direkt ins Zentrum vorstoßen. Ja, ein schöner Angriff. Standardangriff, denke ich mal, auf diesen Rathaus. 7, 8 mit Drachen oder halt mit Schweinewehrreiter kann man gut zerstören. Alle anderen Sachen sind meistens erst ab 9, 10 Rathaus, Golem und so weiter. Ja, da kannst du halt mit Rathaus 8 und nicht ganz so viel mit anfangen. Packers weiß ich nicht, wenn die geupgradet sind, ob die Packers dann sich schon lohnen. Ich weiß gar nicht, wie hoch man upgraden kann mit Rathaus Nummer 8. Das kann ich auch gar nicht sagen. Deswegen muss man dann mal schauen. So, da kommt der Lauf-Leader noch. Sehr schön gemacht. Passi 2000, 3 Sterne verdient. Sehr, sehr schön. Gefällt mir. Mach bitte weiter so. Beziehungsweise 2 neue Sterne bekommen. Sehr, sehr, sehr schön. Es steht 70 zu 68. Und wir haben immer noch weniger Angriffe wie diese wunderbaren Boys. Gefällt mir. Sehr, sehr gut. Wo haben wir denn jetzt angegriffen? Ich weiß es nicht. Wir schauen uns immer noch ein paar kurze Angriffe an. Das war ich gerade eben 2 Sterne. Oh, FK hat auch einen weiteren Stern geholt. Da hatte jemand nur einen Stern geholt. Mal schauen, was die FK angegriffen hat. Ich denke mal auch nur mit Drachen. Mit den Drachen. Da gucken wir mal. Okay, er schickt vorweg die Lakaien, die Klamburg rauslocken und die Außengebäude an. Und sofort instant 3 Drachen drauf. 3 Drachen mit einem Wutzauber und ein paar Lakaien. Der Wankönig droppt sofort seine Fertigkeit. Weiß nicht, hat ein bisschen gewartet. Habe ich vielleicht bei mir auch ein bisschen früh gemacht, aber denkt daran, die Fertigkeit gibt natürlich diesen Haste, spawnt ein paar Barbaren und macht diesen Buff für alle, aber man darf nicht vergessen, es heilt auch etwas den Barbarenkönig, deswegen sollte man es machen, wenn man etwas Damage bekommen hat, weil der Barbarenkönig dann etwas länger aushält. So, jetzt kommen die ganzen Lakaien, noch 3, 4 Drachen oder 5 Drachen gedroppt, sehr schön. Die Luftabwehr schießt hier, ey, die haben auch keine gemaxte Luftabwehr hier, oder? Das war nicht gemaxt, bei mir war gemaxt, verdammte Scheiße. Wenn ihr nicht gemaxt gewesen, hätte ich bestimmt, oh, der Blutzauber war nicht ganz so geil. Hat nur einen Drachen erwischt. Jetzt kommen die anderen, aber die fliegen auch noch rein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der eine legt sich scheiß drauf, er fliegt da nicht rein. In den Blutzauber. Sehr schön. Die Luftabwehr steht da noch. Die kann fleißig weiterschießen. Das Rathaus sollte er bekommen. Da kommt die Klamburg mit einem. Nein, der weitere Drachen, glaube ich, droppt. Der war nicht in der Klamburg, oder? Der Drachen in Klamburg plus die Bogenschützen. Das weiß ich ja gerade nicht. So, Klamburg gleich down. Sehr schön, die Lakaien sind auch am Start. Wir müssen hier am rumwichsen. Wir können eigentlich auch Lakaien. Plus Drachen, weil da keiner nicht ausgebildet bzw. nicht geupgradet. Deswegen erstmal nicht. Deswegen lieber 20 Bogenschütze mit dem Barbarenkönig, sondern die ausgebildet. Damit meine Drachen direkt ins Zentrum reinfliegen. Ja, Angriffe sind, bzw. dieser Angriff ist sehr schön. Hätte die Luftabwehr mit diesen Drachen bekommen, bekommt er die mit den Drachen? Ja, ne? Sollte er. Das ist kein 3-Sterne-Angriff. Ja gut, immer noch 2 Drachen am Start. Der eine geht jetzt down. Oben noch einer mit ganz viel AP. Würde er jetzt noch die. Ja, schade. Ja, ja, ist knapp. Ist knapp, wäre fast ein 3-Stern-Angriff gewesen. Und die Boys schaffen es nicht, 2 Bogenschützentürme, einen Magierturm down zu bekommen. Der schafft er nicht. Er ist zu schlecht und er fliegt da außen rum zu, wie die ganze Welt gefahren. Und eine Luftmine, bomb! Die hat mir wohl nicht viel Damage gemacht, aber leider nicht. Ein sehr, sehr knapper Angriff, fast die 3 Sterne. Schade, FK. Ich hoffe beim nächsten Mal. Also spulen wir mal vor, vielleicht verrecken. Er ist da down, der Magierturm hat ihn zerfegt, aber von hinten vergenussferkelt. Na, das können wir. Das ist halt alles sehr, sehr böse. Live-Angriff? Nein, okay. Dann eben nicht. Weiteren Angriff hier. Hell Warrior hatten wir hier schon. 3 Sterne. Headhunter Timmy auch am Start. Wir gehen nochmal unten und schon hier noch einen 3-Sterne-Angriff. Und zwar von Mr. Markus. Mr. Markus hat Keil angegriffen und hat 3 wunderbare Sterne bekommen. Mal schauen, wie Mr. Markus das gemacht hat. Und da kommen die Drachen instant alle drauf. Mit Wutzauber. 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 Jetzt fliegen sie alle außen rum zu. Na toll. Und hier nur 2-mal Luftabwehr. Im Klamburg sind ein paar Magier drin. Könnte gefährlich werden. Er droppt erstmal jetzt hier ein paar Blitze. Hätte die mal eher gedroppt. Oh nein. Oh nein. Erstens hätte die eher gedroppt, hätte was noch in der Klamburg bekommen. Und zwar, warum lebt das Ding noch? Warum lebt dieses scheiß Luftgerät? Okay, jetzt. Sehr schön. Haben ein bisschen versetzt gemacht, damit er den Magier von uns trifft. Sehr schön. Aber Luftabwehr hat etwas geschossen, ne? Sie hat etwas geschossen. So, drei draufschießen, draufschießen, draufschießen. Sehr schön. Mach mal alles kaputt. Gefällt mir sehr gut. Wir können schon vorspulen, weil das Ding ist schon gegessen. Man sieht es, noch Blutdrachen am Start. Eine Luftabwehr und wenn die jetzt darum geht, dann war es das. Fast wäre das bei FK auch so gewesen. Sehr schön, 3 Sterne bekommen. Wunderbar. Mr. Markus, sehr schön, 3 weitere Sterne für uns. Ja, ich denke mal, der Clan-Krieg wird sehr knapp, oder? Die gewinnen wir.
Haben noch nicht ganz so viele gekämpft. Ich denke mal, das wird sich noch ergeben. Ich werde dann gleich das zweite Video aufnehmen. Ich hoffe, das ist etwas länger. Ja, hi Lars. What? Das zweite Video, Lars ist unser Führer. Okay. Das zweite Video wird erst etwas länger sein, weil ich denke mal, da den nächsten Clan-Angriff mache. Dann werden wir uns auch konzentrieren, was wir mit unseren beiden Bauarbeitern machen. Ein bisschen farmen und so weiter. Werden wir sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen für heute. Wenn ja, lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben. Ich bin der Lars. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Denn ihr seid alle ein Haufen Supernester Boys. Reingehauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Nice.